zum zweiten Wein, den Sie im Glas haben. Und damit wechseln wir jetzt das Weinbaugebiet und kommen ins Weinbaugebiet Kanunsum, und zwar ganz genau nach Dösle-Strom zum Wein von Letzel. Und das ist das Cuvée Edlestal, Jahrgang 2011. 60% Schweiß, 30% Merlot und 10% Syrah. Für Rebsorte Syrah ist zu sagen, das ist eigentlich die Rebsorte, die nicht aus Frankreich nach Österreich gekommen ist. Im Prinzip ist ja die Heimat des Syrah, ist ja das Rhône-Tal. Der nördliche Rhône wird reinsortig Syrah ausgebaut, südliche Rhône sind Cuvées, wo sehr viel Syrah drinnen ist. Und Syrah war eigentlich sehr, sehr lange, bis in die 80er Jahre, auf die Rhône in Frankreich begrenzt. Und erst dann, wie die Australier begonnen haben, Gas zu geben, und die haben natürlich dann nicht Syrah dazu sagen wollen, sondern sie wollten sie ja marketingmäßig das umsetzen. Und dann hat die Syrah-Trauben aus der Rhône in Australien Shiraz geheißen, und die haben dann mit Shiraz weltweit sehr große Erfolge gehabt. Und wie Österreich, die österreichischen Winzer gesehen haben, dass die Australier mit Shiraz weltweit ihre Produkte gut verkaufen können und auch bei Bewertungen sehr gut abschneiden. Und gleichzeitig hat es den Klimawandel auch bei uns gegeben, das heißt, es ist nicht nur Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon reif geworden. Und wenn die zwei Rebsorten reif wären, dann hat man sie auch über Shiraz drüber oder Syrah drüber traut, weil Syrah braucht es besonders heiß. Deshalb fühlt sich eben Shiraz in Australien sehr wohl, und in der Zwischenzeit ist es auch bei uns so, dass es zumindest 35 Grad öfters im Jahr gibt. Trotzdem muss man sagen, ist Syrah im Burgenland recht gut reif geworden, und deshalb hat sich zum Beispiel jetzt der Netzl auch dazu entschieden, in das Cuvée Edlestal auch 10% Syrah hineinzugeben. Er macht aber auch rein sortige Syrah. Edlestal ist eine Lage in Götzlesbrunn, also da kommt der Name von der Lage her. Es kommen die Trauben aber nicht nur von der Lage Edlestal, sondern auch Holzweg. Aber nicht, er ist nicht am Holzweg mit den mit der Rede. Ich verstehe es eh nicht ganz, dass man Rebenbezeichnung Holzweg kaufen kann, weil da kann man ja ganz was anderes aufbleiben. Schüttenberg ist die dritte Lage. Und dort gibt es eben Löss- und Schotterböden, wo sich Syrah sehr wohl fühlt. Und das ist eben der große Vorteil der Rebsorten, die erst relativ spät, also in den 80er, beziehungsweise Syrah ist ja eher in den 90er Jahren erst noch wirklich in nach Österreich gekommen. Ich glaube 1992 ist Syrah offiziell als Qualitätsrebsorte in Österreich aufgenommen worden in den Rebsortensortiment. Und seither haben halt mehrere Winzer Syrah ausgebaut. Der Wein hat 14 Alkohol, 4,9 Gramm Säure und 1,1 Gramm auch Restzucker. Letzel gehört zu den Spitzenwinzern aus Kanuntum. Kanuntum, die profitieren genau von diesen zwei Klimazonen. Nicht? Auf der einen Seite sehr warm vom pannonischen Klima, Neusiedlersee als Wärmespeicher, und auf der anderen Seite vom nördlichen Teil her kommen kühlere Winde, die am Abend und in der Nacht abkühlen. Netzl ist ein Familienbetrieb. Seit 1820 gibt es dort ein Betrieb in Dösle-Strom. Und was man bei dem
aufgefallen ist, der tut schon seit 1967 Flaschen füllen. Bewirtschaften Netzl 30 Hektar Rebfläche und sie kaufen auch Trauben von Vertragswinzern dazu. 25% exportiert er von seinen Weinen, hat 70% Rotweine, 30% Weißweine, wobei bei den Rotweinen auch die Hauptrebsorte. Und das ist das zweite Gebiet in Österreich, wo zweigelt die Hauptrebsorte ist. Also im Neusiedlersee-Gebiet und Kanuntum, das sind zwei Gebiete, wo zweigelt am meisten ausgepflanzt ist. Neben zweigelt, das Hauptrebsorte hat auch noch St. Laurent, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, also auch internationale Rebsorten, bei Weiß hat er sich auf grünen Wendlinger, Blau und Chardonnay. Wenn Sie neu aussetzen, tun Sie nicht mehr Hochkultur, wie es eigentlich in ganz Österreich üblich war, und relativ große Abstände zwischen den Rebstöcken. Sie bauen wesentlich enger und meistens die Rebabstände nur 80 cm, sodass sie nur einen Bogen und nicht zwei schneiden. Bei neuen Anlagen pflanzen sie 5000 Rebstöcke pro Hektar aus. Das heißt, jeder Rebstock hat 2 Quadratmeter Platz, hat aber nur einen Bogen und sie schneiden nur 8 Augen an. Auf dem Trieb sind meistens ein oder zwei Trauben drauf und sie schneiden auf jeden Fall dort, wo zwei drauf sind, eine Traube bei der Grünernte, die schlechtere den weg, sodass der Stock recht eine geringe Belastung hat und dass dadurch Spitzenqualitäten bei den Trauben möglich sind.